Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, in der letzten Folge haben wir ja das Gebiet Anor Londo freigeschaltet. Das wollen wir uns jetzt halt mal genauer anschauen. Bin echt gespannt, wie es jetzt da weitergeht. So, reisen. Anor Londo. Schauen wir uns das mal an. Anor Londo. Sind wir ziemlich weit oben hier auf dem Berg. Das schaut schon hammermäßig aus. Bin echt gespannt jetzt, was uns jetzt hier erwartet. Genau, da unten das Gebiet, das haben wir schon alles gemacht. Hoffe ich zumindest, dass wir da nichts übersehen haben. Aber ich werde auf jeden Fall später auch nochmal überall lang gehen. Und schauen, ob ich vielleicht noch irgendwas finden kann. Will er in dem ersten Durchgang so viel mitnehmen, wie es geht. Okay, da ist schon mal ein Ritter. Ah, okay. Der macht gut Schaden. Boah. Kann man den irgendwie backsteppen? Boah, kommen wir gleich zwei. Alles klar. Zwei wird es wahrscheinlich ein bisschen krass werden. Okay, kann man. Boah. Dann schauen wir uns erstmal ein. Boah. Heftig. Ja, kommt ihr hier nicht weiter oder was? Vielleicht kann ich dir von hier irgendwie machen. Boah. Okay, ist ein bisschen scheiße jetzt. Okay, der hat nicht mehr viel, den könnt ihr vielleicht kriegen. Anscheinend irgendwie eine unsichtbare Mauer für die, dass die hier nicht durchkommen. Boah. Mein Fresse. Ganz schön verballert schon wieder. 5 Estus. Mann, Mann, Mann. Okay. Dann gehen wir mal jetzt hier weiter. Ah, die geben gut. Geben gut Seelen. 6.300 habe ich jetzt schon. Vorher hatte, glaube ich, um die 800 oder so. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Das große Tor mache ich jetzt noch nicht. Erstmal die kleinen Wege ein bisschen abklappern. So, bis hier. Mal ganz vorsichtig hier lang. Ich weiß nicht, dass ich runterfalle. Keine Mauer. Okay, hier scheint nichts zu sein.
Oh, geht's hier runter. Geil. Dann schauen wir hier nochmal hinter. Ist hier vielleicht irgendwas? Okay, hier scheint nichts zu sein. Boah, schaut das geil aus. Hammer. Okay, was ist hier? Ist das ein Gegner oder nicht? Kann ich anvisieren? Ich würde, dass der gleich aufsteht hier. Bei meinem Glück wird er aufstehen. Kohle des Riesen, okay. Soll ich den mal anhauen? Okay, er ist tot. Bleib bitte tot. Boah, was ist das denn hier? Lauter Matsch. Irgendwas überfällt mich jetzt bestimmt gleich. Alter, was ist denn das? Okay, hier geht's auch hoch. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Okay, drei Priester. Oh, ich sehe gar nichts, Mensch. Kann man hier irgendwie eine Fackel anmachen hier oder so? Irgend so ein Licht. Boah. Irgendwas kommt jetzt gleich, Leute. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal ein Bossraum. Alles klar, Bossraum. Das wird der untere Bereich sein von der großen Tür, denke ich mir. So. Wird man hier wahrscheinlich auch rumgehen können, oder? Ja. Das wird jetzt die andere Seite, schätze ich mal, sein. Okay, dann lade so Schleimhaufen wieder. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal. Ah. So, was schießt ihr auf mich? Die schießen auf mich. Okay, alles klar. Aber ich glaube, die treffen mich hier hinter nicht. Okay, die treffen mich nicht. Hier geht's. Okay, hier geht's nicht weiter. Schauen wir jetzt auf jeden Fall noch die Wände an. Ich denke mir mal, dass ich diese Tür wahrscheinlich eh bloß von innen aufmachen kann. Das heißt, ich werde jetzt mal darüber gehen und erstmal die da hinten killen, bevor ich dann da runter gehe. Oder warte mal, ich probiere mal was aus, ob ich die nicht mit dem Bogen von hier treffen kann. Schwarzbogen. Wahrscheinlich werde ich wieder gegen das Geländer schießen. Ah, da treffe ich sogar. Ah, schade ist nicht gerade viel. Pfeile haben wir ja genug. Ist zwar ein bisschen langweilig für euch wahrscheinlich, aber für mich ist es sicherer. Warum treffe ich den jetzt nicht mehr? Ja, jetzt.
Kopf treffen hier. Macht Kleberschaden. Headshot. Okay, der ist umgefallen. Bleibst du hier? Mensch. Und den treffen. Okay. Dann werde ich jetzt aber schauen, ob ich die Flamme gleich mitnehmen kann. Ohne dass ich zu viel Gewicht habe. Ja, das müsste reichen. Genau, das müsste reichen auf jeden Fall. Wenn nämlich da unten die ganzen Schleimbatzen sind. Die sollen mich ja nicht treffen. So, gehen wir mal hier runter. Probieren wir mal die drei hier. Ist natürlich schon krass jetzt. Bah. Stirb! Boah! Was? Oh, was ist da los? Er ist so schnell! Boah! Alles klar, alles klar. Alles klar. Okay, da hinten liegt auf jeden Fall Loot. Ja, es war klar. Muss ich von hier machen? Sehe ich den von hier? Sehe ich natürlich wieder nicht. Und jetzt werden wir die blöden, ekligen Schleimbatzen irgendwo sein. Ja, genau. Boah. Kommen wir hier irgendwie runter? Da ist auch einer. Das hilft nicht. Ich muss jetzt schnell da hinten hin. Was ist denn das? Das war ja klar, das ekligen Viecher hier. Okay, es zieht fast gar nichts ab. Warum zieht es nichts ab? Sind das andere? Okay, ich glaube, die lassen wir einfach mal stehen. Ja, die interessieren mich eigentlich nicht. Jeden Fall mal schauen, ob ich jetzt diese Tür hier aufmachen kann. Ich glaube nämlich, dass es bestimmt ein Shortcut ist. Wow, was ist das? Boah, Alter! Boah! Boah. Boah. Kommt der denn hier? Okay. Die Tür. Das Tor kann ich also nicht von der Seite aufmachen. Also muss ich von vorne rein. Ich habe da oben aber noch Loot gesehen. Den will ich mir auf jeden Fall noch holen. Oh, jetzt bin ich wieder an die blöden Ritter vorbei. Ich krieg einen Vogel. Jetzt steuern wir das bloß einpullen, tu. Jetzt bei denen hier. Nicht, dass der andere auch noch kommt.
Ja, ganz schöne Reichweite, ey. Stößchen. Na, oh, jetzt kommt die andere auch schon wieder, ey. Das ist doch scheiße. Mann. Okay, das war kompletter Fail. Ich müsste da jetzt mal probieren, dass ich einfach nur die blöde Tür da oben aufkrieg. Und dann würde ich sagen, rennen wir einfach mal zum Boss durch. Boah, ist das scheiße. Oh, verschlossen, was ist denn da los? Warum kriege ich denn die Tür nicht auf? Warum kommt der die ganze Zeit mit da oben? Kann ich alleine kämpfen? Jetzt komm her. Komm her. Komm her zu Papa. Oh. Jetzt Ruhe im Puff hier. So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich dieses blöde Tier da aufkriege. Von dieser Seite verschlossen. Das heißt doch aber, dass es von der anderen Seite aufgehen müsste. Ich habe da vorher keine Aktion gehabt. Durch Vorrichtung verschlossen. Oh mein Gott. Da ist ja noch ein Ritter. Mann. So sieht aus. So, jetzt ist aber Ruhe hier, okay? So, da ist auf jeden Fall Loot. Ich habe nur noch 6 Esters, ey, nervt es. Okay, schauen wir hier nochmal.
Hier ist nichts. Hier auch nicht. Da ist eine Tür. Okay, hier kommen wir nicht vorbei. Muss ich doch wieder da hinten rein. Gegen die blöden Zauberer kämpfen. Durch Vorrichtung verschlossen. Also muss er innen drin irgendwo ein Hebel sein oder so. Da unten Hebel. Wo hängt eigentlich dieses blöde, elendige, eklige Vieh? Das muss doch hier unten irgendwo sein, oder? Das ist doch irgendwie von der Decke runtergesprungen, oder nicht? Schaut mal hier, vielleicht gibt es hier irgendwo einen Hebel hier oben. Was ich wahrscheinlich nicht glaube. Weil es wäre nämlich zu einfach. Aber ich will diesen Looter haben. Den hole ich mir jetzt auf jeden Fall noch. Durch Vorrichtung verschlossen. Okay. Jetzt holen wir uns mal schnell den Loot. Der schießt nämlich schon wieder. Okay, da hinten ist auf jeden Fall ein Ding. Ich schaue jetzt einfach, dass ich hier schnell hinkomme. Und das Ding da drehen kann, wenn ich sterbe, egal. Weil in der Animation, glaube ich, kann der mir nichts tun. Okay, rennen wir mal hier raus. Guck mal, der kommt dem jetzt hier nicht nach. Nee, der kommt mir hier nicht nach. Boah, der kommt doch nach. Boah. Ekliges Ding! Boah! Stirb! Bam! Sag der Welt auf Wiedersehen, du Mistvieh. Oh, Rubin von Aldrich. Oh, mein Puls ist gerade auf 180. Und ich hoffe mal, dass der jetzt nicht nochmal kommt. Okay, schauen wir uns mal schnell den Ring an. Rubin von Aldrich. Rubin von Aldrich regeneriert TP von kritischen Angriffen. Diesen deformierten Ring hat Aldrich, der abgründige Heilige, zurückgelassen. Regeneriert TP aus kritischen Angriffen. Aldrich, berüchtigt für seinen Fleischeshunger, hatte anscheinend den Wunsch, seine Freude am Aufsagen des letzten Lebenszuckungen und das Laben an den Schreien seiner Opfer mit anderen zu teilen.
Sehr interessant. Muss ich mir vormerken. So Leute, wie es aber weitergeht. Ich glaube, wir werden in der nächsten Folge mal da reinschauen zu dem Boss. Schauen, was der alles so kann. Und was vor allem, was auch für ein Boss ist. Wenn es euch interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten tut. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.